Ach ja, das Wetter ist weiterhin beschissen. Willkommen zurück zum Let's Play U-Boot. Ich fahre auf Vorfluthöhe und trotzdem mit ausgefahrenem Schornstein. Schnorchel. Mit ausgefahrenem Schnorchel. Entschuldigung. Weil ihr seht es gerade selber, die Wellen sind teilweise so hoch, dass selbst auf Vorfluthöhe der Schnorchel teilweise schon überspült wird. Es ist halt einfach nicht möglich, irgendwie gerade vernünftig an der Oberfläche oder so rumzufahren. So, ja, mir wurde jetzt von Opa Hans erzählt, dass wir in etwa 10 Kilometer voraus irgendjemanden zu erwarten haben. Das ist dann wahrscheinlich das Geleit, was uns gerade irgendwie im Nebel durch die Lappen gegangen ist. Dann habe ich jetzt immer wieder gehorcht. Ich zeige euch gerade mal auf der Karte, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt ziemlich genau hier. Da hat der letzte Rumsbums stattgefunden. Wir sind jetzt hier, was weiß ich, wie viel ist das? 22 Kilometer, 25 Kilometer östlich davon. So, und hier irgendwo ist jetzt der Geleit. So, der Geleitzug. Einmal habe ich ihn merkwürdigerweise auf 60 Grad irgendwie gehört. Weiß ich auch nicht, was das sollte. Ich nehme aber mal an, das ist deswegen passiert, weil ich diese Horchpeilung hier nicht mit dem Opa Hans durchgeführt habe, sondern mit einem der Führungsoffiziere. Und es könnte sehr gut sein, dass sich einer der Führungsoffiziere einfach verhört hat, weil er kein ausgebildeter Horchfunker ist, sondern das nur so irgendwie mal gemacht hat. Und so, jedenfalls wäre das möglicherweise eine Option. Besonders großartig viel sehen tun wir gerade nicht, aber ich fühle es gerade so, als wenn wir eventuell in irgendetwas reinsegeln. Und deswegen habe ich euch jetzt mal mit dazu geschaltet, auch weil das jetzt gerade eine doch relativ heikle Situation ist, weil ich jetzt nicht genau weiß, wann ich wo reinkachel. So. Das Beobachtungspreiskop müsste jetzt eigentlich nochmal aufkommen. Ja, genau. Oder warte mal, wir können ja das Rotlicht nochmal einschalten, so lang. Dann haben wir noch ein kleines bisschen. Oder? Nee, gar nicht wahr. Ist ja jetzt wieder. Offiziell ist jetzt wieder Tag. So. Wir wissen aber, dass es inoffiziell eigentlich scheißegal ist, welches Wetter wir haben. So, weil wir nämlich sowieso erstmal die gesamten Brüder überholen müssen, würde ich sagen. So, lass mich nochmal kurz gucken. Gibt es hier irgendjemand? Es ist halt wirklich nicht zu fassen, dass man wirklich gar nichts sieht, ne? Überhaupt nichts. Der Hammer. Ich habe die Befürchtung, dass wir gleich stehenden Auges in irgendeinen Zerstörer reinkacheln. Irgendwie habe ich gerade ein richtig mulmiges Gefühl, weil wir nämlich überhaupt nichts sehen hier. Vielleicht sind wir auch schon gerade dabei, die Brüder zu überholen und merken es einfach nicht, weil man einfach nichts sieht. So, ich habe ja schon den Rotfilter, hab ich ja hier schon drin im Beobachtungsperiskop. Ich ihn jetzt rausnehmen würde, schwupp, dann würde es so aussehen. Weil mit dem Rotfilter kann man sogar noch ein bisschen besser was sehen. Theoretisch gibt es sogar noch einen Blaufilter, der jetzt gerade gar nichts bringt. Den würdest du natürlich nur anmachen, wenn du irgendwie gegen die Sonne guckst oder so. Dann würde er vielleicht noch was bringen. Aber gerade. Gerade bringt es tatsächlich nichts. Ich bilde mir mal ein, dass ich hinten irgendwelche in den Nebelschwaden irgendwelche Figuren sehe. Wenn man da länger drauf guckt, dann bildet man sich irgendeine Scheiße ein. Aber, boah. Leute, Leute. Keine Chance, keine Chance. Also theoretisch müsste hier irgendwo jetzt bald mal der Geleit sein, weil ich den auch ganz schön frisch, fromm, fröhlich, frei hinterherkarre mit einer großen Maschinenanstellung. Also man müsste die jetzt mal irgendwann eingeholt haben, aber ich sehe einfach gar nichts. Ist das ein beschissenes Wetter? Dass die Zombies aber auch immer so ein verdammtes Schwein haben müssen. Ja, glücklicherweise ist hier noch ein bisschen
Zeit, bis die irgendwo angekommen sind. Wir haben noch zwei, drei Sektoren haben wir noch Zeit, die irgendwie abzufangen. Das ist jetzt gerade nicht das Problem. Also, das Meer ist groß und es kann noch sehr viel passieren. Aber es ist gerade ärgerlich, weil wir gerade so schön nah dran sind und jetzt den Angriff abbrechen müssen, weil wir nichts sehen. Außerdem ist gerade 19:10 Uhr. Theoretisch ist gerade U-Boot-Zeit, wenn man mal so will. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Okay. Dann werde ich mal Folgendes machen. Wir werden gerade einfach mal rundhorchen. Ich glaube, das ist mal eine sehr gute Idee. Du bringst mich bitte auf 50 Meter runter. Dann werden wir einmal rundhorchen, ob die jetzt irgendwo in der Nähe sind oder nicht. Was bleibt uns noch anderes über, als nur rundzuhorchen und zu fahren und rundzuhorchen und zu fahren? Das ist halt das, was du machst. Wenn man nichts sieht, dann hängst du die ganze Zeit im Horchraum. Beziehungsweise am Schornstein und fährst mit dem Schornstein rum. Ah, Vorsicht, Schwarztee so. Aber jetzt müssen wir die Brüder erstmal wieder einfangen. So, wir sinken, sehr 30. schön. 30 Meter, Zu weiter. Befehl. Opa Hans, der kann schon mal in seine Funkbude kriechen da. Sehr schön, sehr schön. Die Kombüse ist aus. Rest hält alle mal die Backen. Hervorragend, hervorragend. Sehr gut. Sehr gut. So, und wo sind wir jetzt? An sich zentrieren. Da oben sind wir. So, Horchkreis steigt. Da wird auch schon irgendwas gehorcht. Dann halten wir da jetzt mal an. Ansonsten ist alles aus, ne? Ja. Das fühlt sich gerade so an, als wären wir fast schon drin wären. Mal auf halbe Lautstärke für Hochfrequenz gehen. Irgendetwas müsste voraus sein bei uns. Irgendetwas ist auf minus 80 Grad, auf Backbord quer ab. Etwas Gutes zu hören. Das Lauteste kommt von voraus. Das Lauteste kommt von voraus. Von da. Irgendwie. Also ich habe irgendwas auf 80 Grad. Das ist da. An Punkt 3 und irgendwas voraus. Das ist da. So. Boah, ist das schwer. Leute, ist das schwer, da irgendwie Schritt zu halten. Wahnsinn, Wahnsinn. Die kommen auch von da ganz unten. Dass da drüben alles die Kampfschiffe sind. Frage ist, wenn ich jetzt die Maschine voll aufdrehe, die sind ja auch in relativer Nähe, hören nämlich dann. Wenn ich jetzt die Maschine voll aufdrehe, hören die mich dann? Es fühlt sich nämlich so an, als könnten die mich hören. Okay, aber das werden wir dann ja sehen, denke ich mal. Lass mal versuchen, dort ein wenig weiterzumachen. So, und wir hatten ja gesagt, das wären wie viel? 78 Grad oder irgendwie sowas? Dann
hatten wir irgendwie sowas, 78 Grad, irgendwie sowas hatten wir gesagt, dass die einen solchen Kurs hätten. So. Und vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht, reicht das dann aus, um denen auf die Nerven zu gehen. Aber da bin ich mir gerade so nicht sicher. Bring mich mal nochmal hoch auf 16. 16 Meter, 15 Meter. Aber ich möchte einmal schauen, ob sich das Wetter jetzt möglicherweise gebessert hat. Naja, der Kapitän will so direkt schon an sein Seerohr gehen. Das ist sehr, sehr schön. Kannst du direkt mal machen. Ich wage ja zu bezweifeln, dass wir jetzt hier irgendwas Großartiges sehen. Es wäre schön, wenn wir das sehen. Weil gerade sind wir tatsächlich in der Position, wo man eventuell etwas machen könnte. Tatsache, wir sehen was. Leute, der Nebel hat sich verzogen. Ich werde nackig. Der Nebel hat sich verzogen. Nebel hat sich verzogen. Es könnte sein, dass wir jetzt eine Autschzeit erleben. Meine Freunde. Für meine guten Freunde. So, was haben wir denn da? Und was? Du hast uns nicht gehört? Ist ja sensationell. Obwohl er so quer ab von uns ist. Wo sind denn diese... diese ganzen Frachter, die wir jetzt eigentlich kriegen wollen? Aber die sind ja nun mal alle jetzt gerade in relativer Reichweite. Am liebsten würde ich die alle von quer ab so angreifen, dass man die... einem Schlag alle verputzt. Wäre mir am liebsten. Weißt du was? Wir fallen mal ein wenig nach Süden ab. Sind ja gerade verhältnismäßig schnell und keiner hört uns. Und keiner hört uns. Offensichtlich hört uns keiner, keine Ahnung. Ich dachte, dass uns jetzt keiner hört, aber offensichtlich ist das halt so. Schnorchel, den kannst du mir bitte einziehen. So. Ist er doch. Dieses miese Sauteil. Jawohl. Drei, eins, fünf will ich. Circa auf 315. So. So. Weil dann möchte ich nämlich einmal relativ zu diesem Schiff einen Kurs nehmen, der ein wenig nach außen führt, um die Brüder dort zu umgehen. Da ist außerdem noch diese scheiß Korvette, die uns so auf die Nerven geht. Okay, also es wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir die eingeholt haben. Weil das Boot einfach nicht schnell genug ist. Ich habe gerade Schiss, die Dieselmaschine anzuschmeißen. Um ehrlich zu sein, weil auf 60 Grad hängt irgendwo ein Zerstörer ab. Und wenn der uns hört... ja, das ist zu nah. Das ist zu nah, das ist zu nah. Die Frachtergruppe ist hier, die Kampfschiffgruppe ist dahinter. Das ist zu nah. Das ist leider viel zu nah. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. So leid es mir tut, dann müssen wir noch ein bisschen warten, weil wir verraten uns sonst. Man darf sich ja nicht verraten. Und irgendeinen Unsinn veranstalten. Aber wir können mal die Offiziere gerade wechseln, damit die sich nicht alle so verausgaben. Der LI, der kann sich da mal reinsetzen, so. Und unser Kommandant macht das dann. So, und dann benutzen wir mal eine Weile nur die E-Maschine. Das ist zwar ein Stück Scheiße, aber das bringt uns auch nichts, wenn wir stattdessen uns verraten.
Dann müsste die Batterie, muss das gerade mal herhalten. Ist ja tatsächlich auch eine einigermaßen moderne Batterie. Dass wir das sogar tun können. So. Da ist der Frachter, der erste. Da ist... Was bist du für ein Ding? Ja, genau. Warte mal. Was bist du denn für ein Gerät? Bist du eine EF? Du siehst mehr wie eine EF aus. Du siehst mehr wie eine EF aus. Scheiße, scheiße, scheiße. So, und du siehst mehr wie eine EF aus. Nee, du fährst ein bisschen so. 91,5 Grad. Nee, das stimmt aber nicht. Nee, warte mal. Fällt mir so mir zugetan. Oder? Ist gerade echt schwer zu sehen, wie der fährt. Jedenfalls EF-Klasse, ich würde sagen. Boah, 5,3 Kilometer, Alter. Kriege ich die? Von hier aus wäre ein Langdistanzschuss mega Risiko. Er fährt auch 13 km/h. Aber er fährt so circa so. Ja, 80 Grad. Wir sagen mal, dass er 80 Grad fährt. Boah, aber sag mir mal, wie weit der jetzt entfernt ist. Scheiß die Wand. Oh nee. Sag mir mal, wie weit der jetzt entfernt ist. Wir können einen Schuss riskieren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das was wird. Sehr schwer abzuschätzen. Er fährt uns ja schon ein bisschen voraus. Theoretisch müssen wir ihn mit Magnetzünder kriegen. Obwohl der Angriffswinkel echt beschissen ist. Warte mal, heiz mir mal nicht den Zaunkönig vor. Heiz mir mal den T1er vor. Ich glaube, wenn, dann möchte ich mit dem T1er angreifen. Dann greifen wir aus den Sonarschatten an und drehen ein bisschen zu. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. So, nach Möglichkeit. Ich glaube, ich möchte ihn dann losreißen, wenn wir so auf... Wenn wir so auf 3 Kilometer oder so sind, er müsste ja, genau, müsste jetzt schnell näher kommen. 13 km/h, 80 Grad. Ich werde diesen, glaube diesen vorderen Punkt werde ich mal als Distanz kennzeichnen. So, meine Freunde. 3,4 Kilometer, alles andere kann man gerade. Legen Sie den Kurs an.
man gerade so ein bisschen ins Egal einstufen. Jemand, der mir hier auf den Sack gehen könnte. Er zum Beispiel könnte mir auch... Alarm! Feindlicher Zerstörer in Sicht! Wir haben doch schon hier überall feindliche Zerstörer jetzt. Mach mal einen Punkt, ey. So. Stellt sich die Frage, wo ist jetzt die Wasserlinie? Boah, Leute, wo ist die Wasserlinie an dem, an der Kiste? Es ist nicht zu fassen. Rohr 2, bewässern. Rohr 2, fertig. So gut wie unmöglich, das Ding richtig abzumessen bei dem Seegang. Scheiß die Wand an. Ist das ein Arschteil? Vielleicht ein bisschen tiefer? Boah, ist das... Es ist so gut wie überhaupt nicht zu gucken, beziehungsweise so gut wie überhaupt nicht abzumessen. So, 3,2, wir stellen die Kiste mal auf 3,5. Keine Ahnung, ob das was wird. Kilometer. So, mit ein bisschen Glück, ich sag mal so, mit ein bisschen Glück müsste es dann doch eigentlich möglich sein, den zweiten auch aufs Korn zu nehmen. Da ist er noch. Hier ist noch einer. Sag mal, der ist 13 km/h, er hat einen Kurs von 80 Grad und... Was hat er für eine Entfernung? Seine Entfernung ist circa... Nee, kann ich ja gar nicht, weil du... Ich muss ihn ja zuerst identifizieren. Ja, du bist eine... Was bist du? Du bist kein Tanker, du bist ein Frachter. Und zwar bist du ein, so ein Ding mit so einem... Mit so einem Funkteil dran. Bist du eine Explorer? Kilometer. Kriegen wir den denn überhaupt? Den kriege ich nicht mehr. Weil der erste Torpedo vorher einschlägt. Okay, wenn der Torpedo jetzt einschlägt, dann wird er vorher einschlagen. Das heißt, wir drehen jetzt mal geschwind ab. Natürlich hat er uns gehört. Fick doch die Henne! Es ist doch nicht zu fassen. Jawohl, Herr Kaloy. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Nein, er hat uns natürlich gehört. Er hat uns natürlich gehört. Er hat uns gehört, dreht auf einer Briefmarke und weicht sofort dem Torpedo aus. Ich krieg die Krise, ey. Boah, ich krieg die Krise, ich krieg die Krise. 10 Sekunden bis Einschlag. Oh, ey, das ist doch nicht zu fassen. Wie hat er uns denn jetzt gehört? Wir waren doch eigentlich noch im Sonarschatten, oder nicht? Ja, der Aal ging daneben, das ist klar. Wahrscheinlich hatte die Blasenbahn von dem Torpedo gesehen. In der Nacht. Was habe ich hier hinten drin? Ich habe einen T3er hinten drin. Rohr 1, bewässern! Rohr 1, bewässert! Blöder Sauarsch! Na, mal schauen, ob der es jetzt bringt. 2,4. Kurs auf diese Koordinaten setzen.
Ja, komm, jetzt können wir auch schnell fahren, weil jetzt hat er uns ja sowieso gehört. Das kann einem dann ja egal sein. Nüt. Er dreht auch direkt in die Richtung, in die wir fahren wollen. Hat halt genau unser Rudermanöver mitgekriegt, aus welchem Grund auch immer. So. Weiß genau, wo wir hinwollen. Dreht jetzt nach so. Und fährt, keine Ahnung, er fährt jetzt schnell, ne? Lass den mal 25 km/h fahren. Nee, der fährt 45 km/h. So, der fährt mega schnell jetzt. Los! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, 150 Meter. So, und jetzt bloß weg hier, ey. Vielleicht klappt's ja. Keine Ahnung. Warte mal, fortfahren, so. Genau, der T1, auf den können wir gerade mal scheißen. Brauche ich mit der einen eine Tiefensteuerung, bevor es gleich eng wird. Schwupp. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 80. Wasserbomben. Er hat uns aber falsch gehört. So, und da ist jetzt der T5er. Mal schauen, ob der das jetzt reißt oder nicht. Er fährt ihm auf jeden Fall hinterher. Mit ein bisschen Glück kriegt er ihn. Meine Sau! Treffer 8 dann, aber natürlich fährt er mit Vollgas weiter. Ist ja Logo, ey. Bin ich froh, wenn dieser Bug endlich behoben wird. Ne? Normalerweise ist er jetzt abgeschaltet. Normalerweise dürfte er gar nicht mal. Guck mal, lum, bum, bum, bum. Bist du lustig, was? Du alte verdammte Cheater-Sau. Weil dann bringen einem die T5er-Torpedos ja gar nichts, wenn, wenn die nur hinten einschlagen, man genau aber hinten keinen wirkungsvollen Treffer erzielen kann. So. Dann bringen einem ja die T5er-Torpedos auch nichts. Deswegen, ich sehe der Reparatur diesen Umstandes mit Freude entgegen, weil das fuckt relativ hart ab. So, 2T3 haben wir vorne noch drin. Nee, nachladen will ich jetzt nicht. Keiner lädt jetzt mal nach. Jetzt schauen wir erstmal nach, dass wir hier unseren Arsch in Sicherheit bringen. Wie tief haben wir das denn? Mehr als 125 Meter. Schneller, schneller! Dann bring uns mal 200 Meter. Auf 200 runter. Oder nee, warte, bring uns nicht auf 200, bring uns auf 180. So, ich möchte ein wenig Spielraum haben noch. Wenn ich jetzt 180 rechne plus 60, dann sind wir bei 240. Und so 60 Meter Differenz ist eine gute Differenz, um einem eventuellen Bombenteppich ausweichen zu können. Deswegen haut das ganz gut hin. So, da hinten pendeln sie alle durch die Gegend wie sonst was. Wahrscheinlich hätte ich hier an der Stelle noch ganz weiter ausholen müssen und noch 3 Tage lang durch die Gegend fahren müssen. Aber du hast auch nicht immer Bock, die ganze Zeit nur durch die Gegend zu kacheln. So. Ja, Konvoi SC, da knacken wir gerade dran. Weil wir zwar Treffer erzielen, aber irgendwie keiner davon mal eine Wirkung zeigt, richtig. Die Schiffe alle überleben, merkwürdigerweise. Will, dass die denen mal so richtig den Arsch aufreißen. So. Schneller, schneller! Oh, der dreht ja gerade ab, ne?
Dann schleichen wir uns mal davon. Guck mal, wie sie alle kommen. Ey, jö, Rente. Da guckst du da. Die steuern alle so ungefähr auf Punkt 4 hinzu. Die wissen genau, wo wir sind. Die wissen genau, wo wir sind. Nicht zu fassen. So, habt ihr das mal langsam trocken gelegt? Ne, immer noch nicht. Ja, Leistung der Pumpe ist um 89% reduziert. Das ist natürlich ein Problem, wenn man abpumpen will. Ja, wohne ich mal trotzdem nochmal auf 140 hoch, damit wir das mit dem Abpumpen überhaupt hinkriegen. Sonst wird das mit dem Abpumpen nie was. So, ja, Schleichfahrten sind wir. Ansonsten, wer kommt hier angekachelt? Wupp, 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 du alte Sau. Alte Sau. Du alte Sau. So, wie viel haben wir da jetzt? Alle Abteile trocken. Gut, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Kannst du mir das abschalten und direkt bitte wieder auf 180 runter. So. Wieder auf 180 runter. Sehr schön. Ja, Opa Hans, der kriegt jetzt einen Sneaky mit in seine Horcherbude da. Und dann geht das ab. Funkübertragung abgebrochen, auch scheißegal. Funkübertragung von Express. Express. Express ist doch eine Zeitschrift, oder was? Soll das heißen? Habt ihr die schon? Nachricht ist verschlüsselt. Okay. Ja, dann entschlüssel die doch mal. Wieso haben wir eigentlich keine Entschlüsselungskünstler an Bord oder was? So. Und schleiche ich mich jetzt einfach so weg. Tschüss, ey. So. Dann schleiche ich mich jetzt einfach so weg. Und wenn das hier jetzt irgendwie die Position vom Konvoi ist, dann brauche ich ja wenigstens mal so 20 Kilometer Abstand, um ihn dann irgendwo abzufangen. Das heißt, er wird dann ja mit einem Kurs von... Er wird dann ja irgendwann mit einem Kurs von 80 Grad, der jetzt an Punkt 5 ist. So. Dann wird er mit einem Kurs von, sagen wir mal, 80 Grad irgendwo da hinten auftauchen. So. Das heißt, ich könnte in DE 185 auf ihn warten. Oder an diesem Punkt hier, an diesem Eckpunkt vielleicht sogar schon. Oder in BE 185. Müssen wir so einen riesen Schlenker fahren. Ich habe keine Lust, wieder so einen riesen Schlenker zu fahren. Ich will mal was... Wisst ihr wie man sich fühlt, wenn man einen Treffer landet und trotzdem keines der Schiffe mal verreckt? Das gibt's überhaupt nicht. Jetzt hat der T5er Torpedo den tatsächlich sogar getroffen, aber die Kiste läuft nicht ab und ist immer natürlich noch voll funktionsfähig. Ist klar, normal. Bissspuren in der Tastatur, meine Damen und Herren. So, ja, dann mache ich für dieses Mal, glaube ich, eine folgende Pause. Ich wünsche euch einen absolut herrlichen Abend. Fragen, Tipps und Anregungen gerne in die Kommentare. Abo gibt's auch unten. Voll gerne. Ja, und da werde ich wohl jetzt mal wieder ein riesengroßes Ausweichmanöver mit allem Brimborium fahren müssen, weil die schon wieder irgendwo in Schwetzing sind oder so, die komischen Schiffe da. Bis denn. Tschüss. Abenteuerlich, ey.
glaubst du.